Öl ist das brandheiße Thema des Tages. Wir hatten einen Rücksetzer gestern, der quasi ins Bodenlose gefallen ist oder quasi aufgesetzt hat. Also der Ölpreis, der hat es einigermaßen überlebt, zumindest mal nach dem Kontraktwechsel, nach dem Wechsel jetzt hier auf den Juni-Kontrakt. Der alte ist nun endgültig abgelaufen, der Mai. Da ist der Kurs zumindest mal wieder ungefähr bei 15 Dollar pro Barrel, also wieder ein bisschen weiter nach oben gegangen. Wir sehen also, es bleibt spannend hier an diesem Markt, denn so günstig, ich denke mir, wenn es noch ein bisschen weiter fällt, dann kriegt man an der Tanke noch was raus, wenn man voll macht. Kann man hier das jetzt kaufen? Soll man das jetzt hier kaufen? Wie sieht es denn da aus? Tatsächlich viel tiefer, kann es ja fast eigentlich schon nicht mehr gehen. Allerdings mag ich eigentlich ganz gerne, wenn der Markt sich das ein bisschen bestätigen lässt. Und das ist aktuell, ja, sagen wir noch mal, ein bisschen übersichtlich, was wir hier im Moment auf dem Weg sehen. Nach oben. Allerdings kann man durchaus sagen, dass die Aufwärtsbewegung, wenn man das hier mal so im kleinen Chart guckt, nach oben ja einigermaßen zügig ist, während es nach unten einigermaßen übersichtlich aussieht. Und das sind eigentlich ja ganz gute Zeichen für die Long-Seite. Also wer mag, wer kurzfristig orientiert ist, genau sowas ist eigentlich eine schicke Geschichte. Mal ein wenig gucken, die steile Bewegung mal messen, wenn der Kurs nicht zu sehr runterkommt, sondern eigentlich so in dieses klassische Umfeld 38 bis 78%, ganz, ganz grob in diese Zone da reinläuft, dann hat man eigentlich einen ordentlichen Rücksetzer. Und dann kann man sich beispielsweise alte Zwischenhochs raussuchen und sagen, wenn er da drüber geht, dann hat er auch Chancen, sich ein bisschen wieder zu entfernen. Ist das fundamental nachvollziehbar? Puh, was soll ich sagen? Ist der Preis aktuell fundamental nachvollziehbar? Auch da kann man sich ja ernsthaft die Frage stellen. Aber es ist nun mal eine Idee, was der Markt hier klassischerweise eigentlich macht, wie er darauf reagiert. Und ganz, ganz wichtig, auch in diesem Fall, auch wenn die Gier vielleicht das ein oder andere Händlerlein dazu bewegt, jetzt hier zu sagen, ah, jetzt kaufe ich hier massiv ein und guck mal, dass der Kurs wieder explodiert. Wir haben es ja gesehen, es geht auch nach unten und von 16 Dollar kann man auch halbieren sein Geld, wenn es auf 8 geht. Also dementsprechend Positionsgröße anpassen, mit Stops arbeiten und einfach sagen, wenn es dann läuft, super, dann haben wir ja auch Platz nach oben. Also in vernünftige, sagen wir mal, in einigermaßen überschaubare Größenordnung, das wäre ja durchaus denkbar. Aber wenn der Markt eben dann doch noch nicht will, dann geht man halt wieder raus und wartet auf den nächsten Versuch. Denn auch nach oben hin kann es ja ruckzuck sich mal schnell verdoppeln, ohne dass der Kurs gleich maßgeblich hier von seinen aktuellen Werten abweicht. Also ich meine von dem grundsätzlichen Niveau, was wir haben. Natürlich, Verdopplung ist Verdopplung, aber wir wären dann immer noch so halbwegs in dieser Zone der letzten Wochen. Indexmarkt, der Dow Jones beispielsweise, aber auch der DAX, der ist nach unten gekommen. Allerdings sehen wir schon, dass das ein bisschen leidenschaftslos ist. Zwischendurch ging es zwar dann immer mal heftig, also wir sehen dieses klassische Verhalten, was ja eigentlich immer wieder funktioniert, so ähnlich wie wir das eben gerade beim Dow Jones, nein, beim Crude Oil angesprochen haben, nämlich stark in eine Richtung, wackelig in die. Das haben wir hier permanent, das kann man hier auf den kleinen Ebenen sehen, auch wenn er hier im Hintergrund noch mitlädt vor lauter Begeisterung. Die Anstiege, das ist immer so dieses typische Bild. Wenn wir das allerdings auch beim DAX uns mal angucken, dann sehen wir schon, diese Gegenbewegungen, die wir hier haben, die sind einfach noch zu stark, als dass man sagen kann, das ist jetzt hier schon richtig tolle Abwärtsdynamik. Es sieht also korrektiv nach unten aus, also dass wir tatsächlich eigentlich noch mal nach oben unterwegs sein können. Aber auch hier gilt genau das Muster, was wir jetzt bei zwei Märkten schon angeguckt haben, eben beim Dow Jones, davor beim Crude Oil, auch hier beim DAX oder eben, wenn man noch auf die anderen Indizes wechseln will aus Amerika, das wären ebenfalls sinnvolle oder mögliche Verhaltensweisen. Wer mehr dazu sehen will, wer viele Beispiele dazu haben möchte, der ist bei Trade2Go möglicherweise richtig aufgehoben. Einfach anmelden, es kostet nichts. Da gibt es immer wieder Informationen dieser Art auch aufs Telefon, aufs Smartphone versendet. Also dann, wenn es passiert, na, nicht alle, das können wir auch nicht leisten, aber zumindest immer wieder mal. Man verpasst deutlich weniger und kriegt Hinweise, was gerade wo passiert und aber wie man mit solchen Situationen auch umgeht. Also ein bisschen Know-how wird ebenfalls noch mit dabei sein. Also in diesem Sinne einen wunderbaren Tag, alles Gute, viel Erfolg an den Märkten und wir sehen uns wieder.